Jo, meine Freunde, was geht ab? Ich bin's, euer Sleeferpier, und willkommen zu einer neuen Folge der Hotshot Key Karriere. Heute haben wir den 30. Spieltag, also wir haben nur noch 5 Folgen, wo wir, ja, in die Saison sind. Und danach geht es langsam an die neue Saison, auf jeden Fall. Ihr könnt jetzt schon mal neue Transfervorschläge unten in die Kommentare schreiben. Und ja, heute spielen wir ja gegen Dynamo Dresden. Und ja, heute wollen wir auf jeden Fall weiter unseren Platz 6 festigen. Oder wir wollen weiter Platz 6 haben. Und das werden wir dieses Mal wieder mit Finn Porat machen. Letzte Folge haben wir, ja, weil Finn Porat, glaube ich, gegen Dings Chancen verballert hat, gegen Darmstadt da. Und dann hatten wir den halt, ja, auf die Bank gesetzt, aber er ist wieder da. Von daher, aber Benedikt Pichler, 17 Saisontore, passt auch zu seiner Nummer 17. Und ja, mal sehen, ob Benedikt Pichler auch am Ende der Saison auch der Top-Torjäger wird in der zweiten Liga. Und da muss man mal echt gucken, was da vielleicht für Angebote kommen aus der ersten Liga oder so. Wenn was kommt aus der ersten Liga und was erstligamäßig, was vielleicht ein höheren Niveau hat, dass man da vielleicht mal gucken tut, dass man ihn vielleicht verkaufen kann oder ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal was in die Kommentare schreiben, was ihr für ein sichtliches oder für ein gutes Verhältnis halten würdet. Ob man es so ein bisschen realistisch halt bei zum Beispiel bei Pichler oder so, weil er so rasiert und so, weißt du? Und man da wirklich sagt, ja, wird verkauft. Aber wenn denn nur wirklich für einen, der wirklich viel Geld bietet und der vielleicht auch ein bisschen besser unterwegs ist, so. Und jetzt nicht zum Beispiel wie bei Yannick Dehm, dass er denn zu Hannover wechselt oder so. Oder so, wenn denn schon irgendwie in die erste Liga wechselt oder so. Aber jetzt müssen wir erstmal das verteidigen. Oh, was eine Parade von Thomas Dehne. Ich bin ja auch echt mal gespannt, was wir machen können. Links kommt er auch wieder. Unser einer Spieler kommt ja wieder, der Jugendspieler. Der Kleine kommt ja auch wieder von seiner Leihe, glaube ich. Oder ist er 2 Jahre verliehen? Ich habe keine Ahnung gerade. Im Kopf habe ich gerade echt keinen Plan, wie lange er verliehen ist. Oh, Riese. Und jetzt nochmal Mühling. Das schwächste Team. Offensiv schwächste gegen das offensiv stärkste Team. Trotzdem hatte bis jetzt für mich die beste Position, also die beste Chance hatte für mich bis jetzt, aber trotzdem die Dresdner mit dieser Chance, die aber Thomas Dehne vereiteln konnte oder halten konnte. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht das Tor kassieren durch Weihrauch oder so. Okay. Die kommen halt nicht in die Zweikämpfe. Und warum komme ich da nicht zu Mühling? Warum komme ich da auch nicht zu Mühling? Das ist so ein Schwanzlutschspiel manchmal. Also wirklich. Da muss ich doch zu Mühling kommen, damit ich da mal in den Zweikampf gehen kann. Bei so. Oder da müssen sie auch mal selbst Richtung Ball gehen. Und so verlieren wir denn am Ende wahrscheinlich gegen die Tabellen 18 und können uns nicht um Platz 6 kümmern. Was wir wollen. Und kriegen dann echt nochmal wahrscheinlich nochmal einen. Ja. Riese, aber da ist keiner in der Mitte. Da ist keiner in der Mitte, der so Mühling abgefälscht. Dresden führt immer noch mit 1:0, jetzt noch eine halbe Stunde. Jetzt müssen doch mal endlich unsere Offensivkräfte mal ein bisschen was machen. Das ist immerhin nur der Tabellen 18. Klar. Auch der Tabellen 18. ist nicht schwach. Muss man da jetzt ja auch mal sagen.
In der zweiten Liga kann halt jeder jeden schlagen. Na gut, in FIFA ist es nicht so, leider. Da kann man es leider nicht so spannend machen. Und ja. So, jetzt wollen wir mal hier. Marco Komenda. Aber der war auch schon wieder abgefälscht. So, jetzt muss doch mal da irgendwie Simon Lorenz mal da zum Kopfball kommen. Finn Bartels. Oder vielleicht doch er? Nein. Phil Neumann. Und er kommt nicht vorbei. Er kommt nicht vorbei. Aber jetzt haben wir mal Benedikt Pichler mit der Chance. Aber auch Benedikt Pichler trifft das Tor nicht. Und ja, so läuft man in einem 0-1 Rückstand hinterher. Zur Halbzeit gegen den Tabellenletzten, glaube ich, oder gegen den Vorletzten oder so. Aber das ist eigentlich nicht unser Anspruch, dass wir hier hinterherlaufen. Das ist eigentlich nicht unser Anspruch. So, für Bartels kommt jetzt Arslan. Mal sehen, ob Arslan nochmal das Spiel wieder ein bisschen beleben kann. Aber, naja, müssen wir mal schauen. Alles klar. Da hätte man auch mal den Ball holen können, mein lieber Benedikt Pichler. Mann, ich habe jetzt aber keinen Bock, schon wieder Platz 6 zu verlieren. Ich habe darauf keine Lust, ey. Aber irgendwie, ah, oh, mein Körper fühlt sich halt komisch an, ey. So. Komm schon, jetzt mal nach vorne da. Los, Porat. Jetzt aber mal auf Benedikt Pichler. Benedikt. Was ist das, Jungs? Was ist das? Meine Fresse. Er schießt den vorbei. Was ist das? Was ist das? Das ist so eine große Chance gewesen, die er da verballert hat. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich, ja. Ey, er verdient sie. Er macht das. Er verschießt diese Chance. Und die Abwehr ist schon wieder kacke da. Dass sie da schon wieder so sich so dumm verhält. Jo, was war das denn bitte, Alter? Ja, aber da verlieren wir. Das kann doch manchmal nicht wahr sein. Da war er noch dran. Ich war da gar nicht dran. Naja. Wir sind auch so nicht dran, also von daher. Digga, was ist das? Ihr seid nicht am Mann. Was soll der Scheiß? Jetzt konzentriert euch doch mal da. Aber nein, Konzentration ist schwierig. Weil wette Pichler den gemacht. 1-1. Aber Pichler. Warte mal, muss man diese Aufstellung. Ich muss mal meine normale Taktikeinstellung normal, die ich jetzt in FIFA Ultimate Team auch die ganze Zeit benutze. So. So. Hä? Nein, nicht Fünferkette. Dreierkette. Digga. Da. Pichler ab, Arslan auf der Dings. Dann geht er. Ja, für ihn kommt jetzt Holtby. Für die Außen kommt jetzt Mees. Holtby und Mees kommen jetzt nochmal. Ob da. Hallo, mein Gott, dieses Spiel. Gib mir doch mal einen einständigen Spieler. So, Pichler und jetzt Porat, lauf da. Aber da ist schon wieder keiner, den man in der Mitte mal so anspielen kann. Ja, Digga, das ist doch nicht wahr.
Ja, ey, wir verlieren einfach gegen das offensivschwächste Team, weil wir so dumm sind, um Tore zu schießen. Um hundertprozentige Tore zu machen. Die eigentlich zu 100% Tor sind. Digga. Das ist doch Kacke, ey. Das macht doch keinen Spaß, so, ey. Wenn das Team, ja, lauf ab, lauf. Aber wo soll ich denn auch hinspielen? Wo soll ich da hinspielen? Digga, was ist das? Guckt euch das doch mal an, Alter. Was soll das? Ihr Feschi, ihr schießt immer vorbei. Ich verstehe das nicht mehr. Also, das sind schon wieder so Sachen, die ich nicht verstehe, ey. Wie kann man solche Chancen verballern? EA. Wie? Das ist wieder so, wenn es gut läuft, dann gehen die rein. Aber das Spiel ist sowieso verloren. Also von daher, meine Fresse, gib mir doch mal einen Spieler hier, den ich auch benutzen kann. Aber die Abwehr ist so eine Katastrophe heute. Echt so eine Katastrophe. Und jetzt hau den da weg. Also so eine Katastrophe. Also so machen wir natürlich das Abwehr. Unten natürlich wieder alles spannend. Ja, und dann ist die Flanke auch wieder zu weit. Was macht denn der Keeper da, ey? Weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe das nur am zweiten Bildschirm gerade gesehen, dass er den da so komisch. Hätte er den nicht fangen können? Ja, ist bloß zu spät, Jungs. Es ist halt ein bisschen zu spät jetzt, dass ihr aufwacht. Das ist jetzt ein bisschen zu spät. Es sei denn, wir können jetzt hier nochmal den Ball erobern, aber wenn er jetzt eine Minute anzeigt, dann ist es vorbei. Ja. Und wir verlieren einfach gegen Dresden, ey, Junge. Wozu habe ich mir jetzt Platz 6 wieder erobert, Junge? Indem wir wieder alles verlieren dadurch. Durch ein Spiel. Digga, du bist ein Spiel Sechster und bist gefühlt am nächsten Spiel wieder Neunter, ey. Weil die, ich sag dir, wir haben auch mindestens 3,0 Tore, ja. Es hätte 3-3 ausgehen müssen. Aber nein, die hundertprozentigen haben sie ja vergeben. Guck mal, wir hätten am HSV, wir hätten auf Platz 5 springen können. Wir hätten so auf Platz 5 springen können. Ja, ey, jetzt wollen die schon wieder Dingsen, Alter. Jetzt sind wir Achter, Junge. Jetzt ist Heidenheim Fünfter, ey. Guck mal, wenn wir die zwei unnötigen Spiele nicht fallen, hätten wir 5 Punkte schon auf Bremen. Und jetzt spielen wir spielen jetzt sogar gegen Heidenheim. Wir spielen jetzt sogar bei Heidenheim, gegen Heidenheim also in der nächsten Folge. So, wieder ein Transferangebot für Korb. So, und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge der Holstein Kiel Karriere und dann spielen wir auf jeden Fall gegen Heidenheim wieder zu Hause und bis dahin, haut rein, ne? Und wir sehen uns heute Abend beim Stream. Also haut rein und ciao, ciao.